This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 47. Lesung aus dem wundervollen Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Der erste Band, weil die anderen beiden Bände heißen ja auch ein klein wenig anders. Und ob ich die in der Zukunft lesen werde, wie gesagt, vorgenommen habe ich es mir. Wissen tun wir es, wenn es soweit ist. Ich muss ja auch die Zeit vom Vater kriegen, diese ganzen Dinge zu tun. Aber bevor wir so weit in die Zukunft schauen und nicht wissen, was kommen wird, werden wir erstmal das machen, was jetzt vor der Hand liegt, nämlich dieses Buch zu Ende lesen. Nicht in dieser Sitzung, das schaffe ich nicht. Ich bin auf Seite 545 in dem Buch, das ich in der Hand halte. Das ist auf Seite 500 und ja, im PDF ist es immer ein bisschen anders. Ne? Also wer im PDF mitliest, ich habe PDF-Wiedergabe einer Seite immer nur gewählt. Da ist das dann Seite 588 im PDF-Zähler, aber eben auch im Buch da 545. Ja? Von, wie ihr inzwischen wisst, 600 und der Anhang beginnt hier, 627 Seiten. Also ein paar Seiten haben wir noch. Und fangen wir an. Wir hatten ja letztes Mal gesprochen über die Arten der Gefängnisstrafe. Es gab ja die leichte Strafe, die schwere Strafe und dann gab es noch diese besonders schwere Strafe, die da einmal zugefügt wurde. Da komme ich auf diesen Namen nicht mehr drauf. Das war Murus Strictissimus. Also das war die ganz besonders schwere Strafe, wo man dann tatsächlich für den Rest seines Lebens an Händen und Füßen gekettet im Kerker alleine eingekerkert war, sich so gut wie nicht bewegen konnte. Wir hatten gesprochen über die Einkerkerung, eben über die Zerstörung der Ketzerhäuser, Bestechung und Erpressung, das war der Anfang. Jetzt fahren wir fort in den Arten der Gefängnisstrafe, die Einrichtung der Gefängnisse, der Unterhalt der Gefangenen und die Behandlung der Gefangenen. Das wird so das Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wir fahren fort zu lesen auf Seite 545, wie ich sagte, auf dem zweiten vollständigen Absatz. Und da schreibt der Autor: Es wurde schon auf die verschiedenartige Behandlung hingewiesen, welche man absichtlich den Untersuchungsgefangenen zuteil werden ließ.
Wenn nämlich kein besonderer Grund zur Strenge vorlag, war die Haft wahrscheinlich so milde, wie man nur erwarten kann. So geht aus gelegentlichen Angaben in den Prozessakten hervor, dass den Gefangenen ein weitgehender Verkehr sowohl mit der Außenwelt als auch mit ihren Mitgefangenen gestattet war. Und nur darauf mussten die Gefängnisaufseher ein scharfes Augenmerk richten, dass die Gefangenen nicht einen Verkehr unterhielten, der sie womöglich von der Ablegung eines vollen Geständnisses ihrer Schuld abhalten konnte. Die Gefängnisse selbst waren nicht derartig, dass sie die Haft leicht gemacht hätten, wie alle Gefängnisse des Mittelalters, waren sie im besten Falle Wohnungen des Elends. Die Feudalherren und die Städte, welche zu ihrer Unterhaltung verpflichtet waren, sahen in dieser Verpflichtung nur eine schwere Last, die sie mit Freuden abzuschütteln bereit waren. Wenn ein Schuldner ins Gefängnis geworfen wurde, so umging man in der Regel die gesetzliche Vorschrift, wonach seine Haft auf 40 Tage beschränkt und seine Ernährung eine ausreichende sein sollte. Denn je schlechter er behandelt wurde, desto größere Anstrengungen musste er ja machen, um bald wieder freizukommen. Was die Verbrecher angeht, so war Wasser und Brot ihre einzige Nahrung. Wenn sie infolge von schlechter Behandlung und von Hunger umkamen, so bedeutete das nur eine Ausgabeersparnis. Wohl konnte ein Gefangener, der Geld und gute Freunde hatte, durch freigebige Bezahlung eine bessere Behandlung erlangen. Aber eine solche Erleichterung konnten sich die Ketzer schwer verschaffen, da ja ihr Mögen konfisziert und jeder Beweis der Teilnahme für sie mit Gefahren für die Mitleidigen verknüpft war. Dazu schreibt er in einer Fußnote: In den Rechnungen des Seneschallamtes von Toulouse für das Jahr 1337 befindet sich eine im November 1333 gemachte Ausgabe von 20 Sous für Stroh, auf welchem die Gefangenen, die sich auf 83 Sous und im 11 Dinare belaufen, Entschuldigung, jetzt bin ich hier in der Reihe verrutscht, das ist ein bisschen schwer. Also, eine Ausgabe von 20 Sous für Stroh, auf welchem die Gefangenen liegen sollten, damit sie im Winter nicht vor Kälte umkämen. Andere Posten, die sich auf 83 Sous und 11 Dinare belaufen, betreffen die Ausbesserung von Hand- und Fußfesseln und beweisen die damalige Strenge der Einkerkerung. Also, Fußnoten lesen ist immer zur anfüllenden Information interessant, wie wir sehen. Und Ketzer waren natürlich andere Gefangene als die normalen. Also wenn man jetzt ein Dieb war, ein Räuber, ein, ja, was hat es damals gegeben? Mörder, weiß ich nicht, ob die lange ins Gefängnis gegeben wurde und gleich getötet wurden. Entschuldigung, da will ich jetzt auch gar nicht groß drüber diskutieren. Betrüger zum Beispiel und solche ganzen Sachen. Es gibt ja noch andere Verbrechen als Ketzereien, aber Ketzer wurden deutlicherweise am strengsten angepackt. Die ungeheure Zahl, fährt der Autor fort, von Gefangenen, die infolge der tatkräftigen Wirksamkeit der Inquisition in Languedoc eingekerkert wurden, rückte die Frage, wer zur Erbauung und Unterhaltung der Gefängnisse für sie verpflichtet sei, in den Vordergrund. Zweifellos lag diese Pflicht den Bischöfen ob. Die haben ja auch die ganze Kohle gekriegt, ne? Denn die Inquisition sollte ja nichts anderes tun, als deren Saumseligkeit in der Verfolgung der Ketzerei wieder gut zu machen. Auf dem Konzil von Toulouse in 1229 hatten die Bischöfe diese Verpflichtung auch anerkannt und hatten nur die eine Ausnahme gemacht, dass, wenn ein Ketzer Eigentum habe, diejenigen, denen die Konfiskation zugute komme, auch für den Unterhalt sorgen müssten. Was doch eine ziemlich logische Schlussfolgerung ist. Die Last erwies sich als unerwartet groß. Und so versuchten die Bischöfe auf dem Konzil von Narbonne, 15 Jahre später, 1244, sich der Verpflichtung zu entziehen, indem sie vorschlugen, alle diejenigen Büßer, die den jüngsten Vorschriften des Papstes gemäß Kreuzfahrten unternehmen müssten, sollten zum Bau und zur Unterhaltung der Gefängnisse herangezogen werden, damit nicht die Prälaten mit ärmeren Bekehrten überbürdet und dadurch außer Stand gesetzt würden,
wegen der großen Zahl derselben hinreichend für die Einzelnen zu sorgen. 2 Jahre später erklärten die Bischöfe zu Béziers, dass der Bau und die Unterhaltung der Gefängnisse denjenigen zur Last fallen müsse, denen die Konfiskationen zugute kämen. Dazu könne man dann noch von der Inquisition verhängten Geldbußen fügen. Das war nicht unvernünftig gedacht. Aber Vernunft ist ja noch nicht die große Tugend des Papsttums und der römisch-katholischen Kirche. Trotzdem, hören wir hier weiter, behauptete im Jahr 1249 Papst Innozent IV., also der Antichrist, Papst Innozent IV., von Neuem, dass die Fürsorge für die Gefängnisse Sache der Bischöfe sei. Er schalt sie wegen ihrer Pflichtvergessenheit und ordnete an, dass sie zur Erfüllung ihrer Obliegenheit gezwungen würden. Schließlich entschied im Jahre 1254 das Konzil von Albi endgültig, dass die Besitzer des eingezogenen Vermögens für Unterkunft und Unterhalt der ehemaligen Eigentümer zu sorgen hätten, dass aber bei völlig mittellosen Ketzern die Städte oder die Landesherren, in deren Gebiet sie gefangen genommen worden wären, diese Verpflichtung übernehmen müssten und bei Strafe der Exkommunikation zur Erfüllung derselben gezwungen werden sollten. Immerhin war die Verantwortlichkeit der Bischöfe in dieser Sache eine so selbstverständliche, dass einige eifrige Inquisitoren sogar davon sprachen, sie als Begünstigter der Ketzerei verfolgen zu wollen, weil sie es versäumten, für die Gefängnisse zu sorgen. Allerdings rät Guido Fulcodius vorsichtigerweise hiervon ab und empfiehlt, derartige Fälle der Entscheidung des Heiligen Stuhls zu unterbreiten. Man begreift, wie traurig die Lage der Gefangenen während dieses Streits ihrer Bedrücker und Aussager über die Kosten ihres Aufenthalts und ihrer Versorgung mit Wasser und Brot sein musste. Offenbar war es Pflicht und Recht, dass diejenigen, welche von den ertragreichen, von der Inquisition veranlassten Konfiskationen Nutzen hatten, wenigstens für die Gefängnisse und den Unterhalt der unglücklichen Opfer des Fanatismus und der Habgier sorgten. Tatsächlich erkannte auch Ludwig der Heilige, was für ein Name, wo wir wissen, dass die Lebenden die Heiligen sind und nicht jeder deswegen danach benannt ist. Es ist immer wieder diese römisch-katholischen Namensgebung da, also da wird mir oftmals wirklich unwohl von. Ja? Tatsächlich erkannte auch Ludwig der Heilige, welchem als Oberlehnsherrn, deren Verträge von Paris an ihn abgetretenen Gebiete der Hauptanteil an den Konfiskationen zufiel, teilweise wenigstens diese Verpflichtung an. Im Jahre 1233, also 4 Jahre nach dem Konzil, das wir vorhin besprochen hatten, unternahm er es in Toulouse, Carcassonne und Béziers für Gefängnisse zu sorgen. Im Jahre 1246 befahl er seinem Seneschall, den Inquisitoren auskömmliche Gefängnisse in Carcassonne und Béziers zu stellen und das tägliche Wasser und Brot für die Gefangenen zu liefern. Im Jahre 1258 wies er seinen Seneschall in Carcassonne an, die im Bau begriffenen Gefängnisse schnell zu vollenden. Er wisse wohl, dass die Prälaten und Barone, in deren Gebiet die Ketzer gefangen genommen werden würden, für den Unterhalt derselben sorgen müssten. Um aber unliebsame Weiterungen zu vermeiden, willige er ein, dass die zu diesem Zwecke notwendigen Ausgaben zunächst von der königlichen Kasse bestritten und später von dem Lehnsherrn wieder eingezogen werden sollten. Mit dem Tode des Alphons und der Johanna von Toulouse 1272 fielen alle Gebiete, in denen die Inquisition wütete, der Krone zu und kamen mit unbedeutenden Ausnahmen alle Konfiskationen in die Hände des Königs von Frankreich. Also, mit anderen Worten, ziehe ich mal kurz den Schluss, wenn er die ganzen Erträge dieser Ketzer bekommt, dann müsste jetzt der König also für den Unterhalt, den Bau und Unterhalt der Gefängnisse und die Versorgung der darin sich befindenden Gefangenen sorgen. Mal sehen, was der Autor dazu sagt. Daher wurden die Kosten für den Unterhalt der Gefängnisse und ihrer Insassen sowie für das Gehalt der Schließer und Aufseher von der Krone übernommen,
mit Ausnahme vielleicht derjenigen zu Albi, wo der Bischof Teil hatte an dem Ertrage und demgemäß auch zu einem Teil der Ausgaben verpflichtet gewesen zu sein scheint. Unter den von Philipp von Valois 1329 gewährten Forderungen Heinrichs von Chamais befinden sich auch die, dass das Inquisitionsgefängnis zu Carcassonne von dem Könige ausgebessert werden solle und dass alle, die an den Konfiskationen Anteil hätten, ratierlich dazu beitragen sollten. Also anteilsweise würden wir heute sagen. Darauf besteuerte der Seneschall den Grafen von Foix mit der Summe von 302 Livre, 11 Sous und 9 Denaren. Dieser verweigerte die Zahlung und appellierte an den König. Mit welchem Ergebnisse ist unbekannt. Aus einer Entscheidung des Parlaments von Paris aus dem Jahre 1304 ersehen wir, dass der königliche Beitrag für den Unterhalt eines verurteilten Gefangenen 3 Denare täglich betrug. Eine Summe, die ausreichend erscheint, obwohl Jakob von Polignac, der für das Gefängnis von Carcassonne zu sorgen hatte und wegen seiner Unterschleife bestraft wurde, seine Rechnung auf 8 Denare festsetzte. Dieser übermäßig hohe Betrag blieb übrigens vereinzelt. Denn im Jahre 1337 finden wir die Rechnung wieder auf den alten Satz von 3 Denaren fixiert. Also Inflation gab es damals noch nicht, kann man anscheinend hier feststellen. Für die Untersuchungsgefangenen hatte vermutlich die Inquisition selbst zu sorgen, außer wenn sie Vermögen hatten und dieses für ihren Unterhalt verwandt werden konnte. Im Jahre 1458 hören wir indessen von einem der bischöflichen Gefängnisse in Utrecht untergebrachten Ketzer, der, da er arm war, seinen Unterhalt durch Weben verdienen musste. Wir hören von diesem einen Ketzer, der dort untergebracht war und seinen Unterhalt durch Weben verdienen musste. Also das ist der Beginn des Tütenklebens, wie wir es heute kennen, ne? Oder vor einiger Zeit kannten. In Italien, wo, wie wir sehen werden, die Konfiskationen in 3 Teile geteilt wurden, trug die Inquisition selbst die Kosten des Unterhalts. In Neapel wurden die königlichen Gefängnisse benutzt. Daher war auch jede Einkerkerung eine königliche oder für jede Einkerkerung eine königliche Ordre erforderlich. Obwohl die Büßer ihre Gefangenschaft der Vorschrift nach bei Wasser und Brot erdulden mussten, so hatte doch die Inquisition mit einer sonst an ihr nicht gewohnten Freundlichkeit nichts dagegen einzuwenden, dass ihre Gefangenen von ihren Freunden Nahrung, Wein, Geld und Kleidung empfingen. In ihren Dokumenten wird dieser Brauch so häufig erwähnt, dass man ihn als eine feststehende Gewohnheit betrachten darf. Es wurden sogar unter denen, die insgeheim der Ketzerei geneigt waren, Kollekten veranstaltet, um die Leiden ihrer eingekerkerten Brüder zu erleichtern. Und das spricht sehr für den selbstlosen Eifer der Verfolgten, dass sie willig die mit dieser Wohltätigkeit verbundene Gefahr auf sich nahmen. Setzte sie doch jedes Interesse, das sie für die armen Unglücklichen an den Tag legten, eine Anklage wegen Begünstigung aus. Bei dem Bau der Gefängnisse war natürlich mehr die Absicht maßgebend, an Baumaterial und Raum zu sparen, als für die Gesundheit und Bequemlichkeit der Gefangenen zu sorgen. Die päpstlichen Verordnungen bestimmten, dass diese Gefängnisse kleine und dunkle Zellen enthalten sollten, je eine für einen Gefangenen, und dass der enormes Rigor der Einkerkerung nicht das Leben des Gefangenen gefährden dürfe. Moligniers Beschreibung des Turms der Inquisition zu Carcassonne, der als Inquisitionsgefängnis benutzt wurde, zeigt, wie buchstäblich diese päpstlichen Verordnungen befolgt wurden. Das Gefängnis war ein schauerlicher Ort, der aus kleinen Zellen ohne jede Beleuchtung und Ventilation bestand und in dem die unglücklichen Insassen jahrelang Qualen eines lebendigen Todes erduldeten, die weit schlimmer waren als die kurze Todesangst auf dem Scheiterhaufen. In diesen Wohnungen der Verzweiflung, also Wohnungen hätte ich jetzt hier mit Anführungszeichen versehen, in diesen Wohnungen der Verzweiflung waren sie vollständig auf Gnade und Ungnade dem Schließer und seinem Gehilfen preisgegeben. Ihre Klagen fanden kein Gehör. Denn weil ein Gefangener sich über Gewalttätigkeit oder schlechte Behandlung beklagte,
So wurde sein Eid mit Verachtung zurückgewiesen, dagegen der Eid der Gefängnisbeamten angenommen. Einen Einblick in die Disziplin dieser Institute gewähren die Anweisungen, welche der Inquisitor von Carcassonne, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal Bruder, Johann Galland, im Jahre 1282 dem Gefängnisschließer Raoul und seiner Frau Bertrand gab. Da sie beide ziemlich nachsichtig gegen die Gefangenen gewesen waren, so wurde ihnen die Strafe unwiderruflicher Entlassung angedroht, wenn sie in Zukunft von Gefangenen Geld borgen oder Geschenke annehmen, wenn sie das Geld oder die Effekten verstorbener Gefangener zurückbehalten, wenn sie Gefangene befreien oder ihnen erlauben würden, die erste Pforte zu überschreiten oder wenn sie mit ihnen essen, die Gefängnisdiener zu Diensten oder Ausgängen für die Gefangenen benutzten und mit den Gefangenen spielen oder ihnen gestatten würden, miteinander zu spielen. Augenscheinlich konnte also ein Gefangener, der Geld hatte, unerlaubte Begünstigungen von dem braven Raoul erlangen. Übrigens erwähnen diese Instruktionen nichts von einem der schreiendsten Missbräuche, welcher die Inquisitionsgerichte schändete, nämlich der Unterschlagung der den Gefangenen von ihren Freunden gespendeten Gelder und Lebensmittel. Es war ja fast selbstverständlich, dass unter denen, die mit diesen hilflosen Geschöpfen zu tun hatten, Betrügereien aller Art um sich griffen. Im Jahre 1304 kam Hugolin von Polignac, der Wächter des königlichen Gefängnisses von Carcassonne, auf die Anklagebank, weil er einen Teil des königlichen Zuschusses unterschlagen, die Namen verstorbener Gefangener noch jahrelang nach ihrem Tod in den Listen geführt und die von ihren Freunden für sie gespendete Gelder ebenfalls unterschlagen habe. Allerdings reichte die Beweisaufnahme nicht aus, um eine Verurteilung zu ermöglichen. Kleiner Kommentar. Seht ihr, wie sich die Zeiten nicht geändert haben? Bestechung, Vorteilsnahme, Betrug bei Menschen, die in einer Funktion sind, wo sie das eben durchsetzen können, gab es hier bereits im 13. und 14. Jahrhundert und wahrscheinlich auch davor. Und das gibt's heute im 21. noch ganz genauso. Ich meine, wenn wir hier darüber lesen, dass das ein Gefängniswächter war und wenn wir sehen, dass er Geld unterschlagen hat, Geld empfangen hat für Menschen, die schon längst tot waren, weil er den Tod nicht rapportiert hat, also berichtet hat, und so weiter und so weiter, und die gespendeten Gelder unterschlagen habe, ja, also entschuldige bitte mal, dann habe ich heute ganz deutlich den Eindruck, dass wir hier von einem Politiker sprechen, 21. Jahrhundert. Aber ich kenne mich im Gefängnissystem nicht so sehr aus, aber das scheint mir ein Politiker zu sein. Ja, die sind auch nicht besser. Damals nicht und heute nicht. Die Vorteilsnahme für sich selbst, erstmal für sich selbst zu sorgen und andere dafür zu vernachlässigen, das ist etwas, das es natürlich gerade in solchen Positionen wie eines Gefängniswärters damals gegeben hat und nach den Möglichkeiten heute auch noch gibt. Und wer das nicht glaubt, der sollte sich mal Gefängnisfilme anschauen, wie zum Beispiel The Shawshank Redemption von Stephen King, dieser Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber der wurde ja verfilmt mit dem Tom Hanks damit bei. Und ja, okay, das ist ein Film, aber ich meinte eigentlich einen anderen Film. Moment mal eben. Nee, das ist The Shawshank Redemption. Ich guck mal eben nach, wie der deutsche Titel ist. Moment. Ja, The Shawshank Redemption heißt im Deutschen Die Verurteilten. Ja? Ist ein Film von 1994 mit diesem Banker Andy Dufresne, der unschuldig wegen Mordes verurteilt wird, ins Gefängnis von Shawshank kommt und sich da mit bestimmten Leuten anfreundet und dann später für den
Gefängnisdirektor die ganze Buchhaltung macht und so weiter und so weiter. Ein sehr interessanter Film mit Tim Robbins in der Hauptrolle. Das war jetzt, ich hatte das gerade eben verwechselt mit Tom Hanks, das war The Green Mile, die grüne Meile. Dieser Film hier ist mit Tim Robbins, Morgan Freeman und ist ein sehr interessanter Film. Und wenn wir gerade hier über die Bestechung in der Inquisition sprechen, dann sollte man den Film mal gesehen haben, weil der spielt jetzt natürlich im 20. Jahrhundert. Also ich glaube so in der Zeit zwischen den 1930er und 1960er Jahren, so ungefähr, oder 1920er und wo das damals da passiert ist. Und dann sieht man eben, dass es von den Berichten hier über die Inquisitionsgefängnisse, also im 13. Jahrhundert und damals im 20. Jahrhundert, keine Unterschiede gibt. Und glaubt man nicht, dass das heute anders ist. Ja? Und das sind auch keine Einzelfälle. Ja? Das ist immer so. Setze bestimmte Menschen in Autoritätspositionen und sie werden diese Autorität missbrauchen. Wie geht nochmal dieser berühmte Spruch? Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und ich habe als Gefängniswärter absolute Macht über die Detinierten, für die ich zuständig bin. Und genau das ist, was hier beschrieben wird und was es durch die Jahrhunderte immer dasselbe war. Das ist nicht nur auf die Inquisition zu beziehen, sondern das ist im Allgemeinen so. Ja? Der Mensch im Allgemeinen ist eben schlecht. Oder wie die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an. Wer kann es wissen? Ja, derjenige, der das Herz des Menschen gemacht hat, der weiß, der kann ins Herz schauen, der kennt uns. Also, nochmal diesen letzten, doch interessanten Satz über den Hugolin von Polignac, der 1304, also Anfang des 14. Jahrhunderts, als Wärter des Gefängnisses von Carcassonne auf die Anklagebank kam, weil er einen Teil des königlichen Zuschusses unterschlagen, die Namen verstorbener Gefangener noch lange Jahre nach ihrem Tod in den Listen geführt und die von ihren Freunden für sie gespendeten Gelder ebenfalls unterschlagen habe. Allerdings, und das ist genau wie heute auch, je nachdem, was die Position ist, also die Position der angeklagten Person, reichte die Beweisaufnahme nicht aus, um eine Verurteilung zu ermöglichen. Weil manche Leute in der deutschen Politik hat man mit Koffern mit merkwürdigem Geld erwischt und die laufen auch immer noch frei rum oder liefen danach immer noch frei rum. Ne? Also man sieht, die Bibel hat wieder recht, wenn sie sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. So, fahren wir fort. Die Kardinäle, denen Antichrist Clemens V. bald nachher den Auftrag gab, die Missbräuche der Inquisition in Languedoc zu untersuchen, gaben deutlich die Beschaffenheit der in den Gefängnissen gewohnheitsmäßig geübten Betrügereien zu erkennen, indem sie die von ihnen neu ernannten Schließer schwören ließen. Was sagt die Bibel zum Schwören? Jedem Gefangenen, die von dem Könige wie von seinen Freunden gelieferten Nahrungsmittel ohne Abzug auszuhändigen. Eine Anweisung, die durch die Dekretalen des Papstes Clemens V. bestätigt wurde. Dekretale des Papstes Clemens V. Ich kenne vor allem die Dekretale des Papstes von Isidor, die isidorischen Dekretale, die sind gefälscht, hat damit nichts zu tun. Aber Dekretale geben sie alle aus. In diesem Fall, der Bericht der Kardinäle legt gleichzeitig Zeugnis ab von dem Schrecken, mit dem die von ihnen beobachteten Tatsachen sie erfüllten. Zu Carcassonne entzogen sie dem Inquisitor Gottfried von Albis vollständig die Oberaufsicht über das Gefängnis und legten sie in die Hände des Bischofs, als ob sie da besser aufgehoben wären. Ferner ließen sie die oberen Zellen sofort ausbessern, damit die Alten und Kranken dahin überführt würden. Zu Albi ließen sie die in Ketten gelegten Gefangenen von ihren Fesseln befreien, ließen ferner die Zellen erleuchten und innerhalb eines Monats neue und bessere erbauen. Zu Toulouse trafen sie es nicht besser an. Überall klagte man sowohl über den Mangel an Brot und Betten als auch über die Häufigkeit der Folter.
Die Reformen der Kardinäle bestanden besonders darin, dass sie die Verantwortlichkeit zwischen Bischof und Inquisitor teilten und die beiderseitige Übereinstimmung derselben für notwendig zum Urteil auf Einkerkerung erklärten. Außerdem sollte jeder von beiden einen Schließer ernennen. Jeder Schließer aber sollte einen Schlüssel von jeder Zelle haben und schwören, dass er nur in Gegenwart seines Kollegen mit dem Gefangenen sprechen würde. Diese wenig ausreichende Maßregel wurde zwar von Clemens bestätigt, konnten aber keine Besserung erzielen. Bernard Guidonis beklagte sich vielmehr bitter über den Schimpf, den der Papst den Inquisitoren zugefügt habe, durch die Behauptung, in ihren Gefängnissen sei Betrug und Gewalt an der Tagesordnung. Gleichzeitig erklärte er die neuen Verordnungen für undurchführbar. Seht ihr die Gleichnisse, wie das heute auch immer noch ist, wenn mal irgendwo ein sogenannter Skandal ans Licht kommt? So gering auch die Einschränkungen waren, welche durch diese Verordnungen der Inquisitoren auferlegt wurden, so dürfen wir doch mit Sicherheit annehmen, dass man sich ihnen nicht lange unterwarf. Einige Jahre später nimmt Bernard Guidonis in seiner Praktika als feststehend an, dass das Recht der Einkerkerung lediglich dem Inquisitor zukomme, und führt den clementinischen Kanon in verächtlicher Weise nur mit seinem Titel an. Dagegen bezieht er sich auf die Bulle Antichrist Clemens IV., als ob diese noch in Kraft wäre, weil dieselbe dem Inquisitor alle Machtbefugnisse zuerkennt und von dem Bischofe gar nichts erwähnt. Ja, noch vor Ablauf des Jahrhunderts hält Americus die clementinischen Kanonen es nicht einmal für wert, in sein Werk aufgenommen zu werden, weil sie, wie er bemerkt, wegen der durch sie verursachten Kosten und Unbequemlichkeiten nirgends befolgt würden. Zwar gibt um das Jahr 1500 Bernard von Como zu, dass die clementinischen Regeln bei schon verurteilten Gefangenen beobachtet werden könnten, dagegen stehe das Oberaufsichtsrecht über die Untersuchungsgefangenen einzig und allein dem Inquisitor zu, und zwar sowohl vor wie während des Prozesses. Hier gehen wir nochmal in eine Fußnote rein, und da sagt der Autor zu uns: Bernardi Comens, Lucerna Inquis versus Cera, also ein Fall, der hier angeführt wird. Die angeführte Stelle der Praktika, das ist ja dieses Werk des Americus, der ja Großinquisitor war, wie ihr wisst, ne? Die angeführte Stelle der Praktika findet sich in einem Manuskript der Nationalbibliothek. Die Hinweisung auf die Clementines fehlt in dem von Douai, gedruckten Manuskripte. Paris, 1886, auf Seite 179. Im Jahre 1325 beanspruchte der Bischof Richard Ledret von Ossory aufgrund der Clementinen die Oberaufsicht über den Gefangenen William Outlaw, den er aufgrund einer Anklage wegen Begünstigung der Zauberei in das Schloss Kilkenny einsperrte. Anscheinend gab es dort kein bischöfliches Gefängnis. Das können wir nachlesen in Wright Proceedings Against Dame Alice Cotyler, Camden Society, 1843, auf Seite 81. Weiter im Buch: Es lag augenscheinlich mehr an der Bestechlichkeit der Gefängnisaufseher als an irgendeinem Mangel im Bau der Gefängnisse selbst, wenn die Verhafteten bei passenden Gelegenheiten entflohen. Ein Fall, der durchaus nicht selten gewesen zu sein scheint. Selbst denjenigen, die in Ketten eingeschlossen waren, gelang es bisweilen, sich zu befreien. Freilich ein noch wirksameres Mittel, um die Unglücklichen von den Schrecknissen dieser modrigen Gefängnisse zu befreien, war der Tod, der in diesen übel riechenden, nicht gelüfteten, mit Unrat angefüllten Räumen unumschränkt herrschen konnte. Darf euch mal kurz erinnern, es gab damals keine Kanalisation. Also über die Hygiene müssen wir nicht groß diskutieren. Wie gesund oder ungesund die Leute da wohl gelebt haben, bei Wasser und Brot. Wenn man sich dann überlegt, dass alles mögliche Ungetier da auch mit drin lebt, also Ratten, Mäuse, Flöhe,
Zecken und was weiß ich, alle möglichen Viecher. Und dass Wasser und Brot natürlich keine Vitamine beinhaltet, das heißt, die Leute auch an Vitaminmangel und solchen Sachen gelitten haben, Skorbut und andere Krankheiten, und dass sie dann nicht ständig Zugang zu irgendwelchen Ärzten hatten und schon gar nicht Ärzte im heutigen Sinne, sondern im damaligen Sinne, dann kann man sich vielleicht so ungefähr ausmalen, wie das damals in einem solchen Gefängnis als Ketzer gewesen sein muss. Ich glaube, noch viel intensiver, schlimmer, als wir hier in dieser Lesung überhaupt probieren können, euch deutlich zu machen. Da braucht man nur ein wenig seine Fantasie spielen zu lassen und dann begreift man, was für eine unmenschliche Art des Umgangs mit seinen Mitmenschen diese Gefängnisse waren. Ja, wie gesagt, nicht gelüftet, mit Unrat angefüllte Räume. Der Autor fährt fort und sagt: Wohl gab es gelegentliche Unglückliche, die, wie wir gesehen haben, die lange kerkerhaft überstehen konnten. So wird zum Beispiel eine Frau zum Kreuztragen begnadigt, nachdem sie 33 Jahre lang in den Gefängnissen von Toulouse gelegen hatte. Doch können wir als Regel annehmen, dass die mutmaßliche Lebensdauer der Gefangenen eine sehr kurze war. Ich habe ja gerade in meinem Kommentar angedeutet, wie das wohl kommen könnte. Na? Und dann reden wir noch nicht von Misshandlungen durch die Schließer oder andere Insassen und so weiter und so weiter. Zwar liegen keine Protokolle vor, sagt der Autor, wenn überhaupt welche angefertigt wurden, um das Durchschnittsalter der zu lebenslänglicher Haft Verurteilten festzustellen. Aber in den Autodafés, also den öffentlichen Verbrennungen von lebenden Menschen, wurden sehr häufig Urteile veröffentlicht gegen Gefangene, die vor Beendigung ihres Prozesses gestorben waren. Und aus diesen können wir erkennen, wie groß der Anteil des Todes war. Die Bibel schreibt da ja drüber. Diese Fälle wurden summarisch abgetan. So werden in dem Auto, also Auto da Fé, von 1310 zu Toulouse 10 erwähnt, welche gestorben waren, nachdem sie zwar die Ketzerei eingestanden, aber bevor sie ihr Urteil empfangen hatten. In dem Auto, also Auto da Fé, ja, in dem Auto da Fé von 1319 sind es 8. Das Gefängnis von Carcassonne scheint nicht weniger mörderisch gewesen zu sein als das von Toulouse. Denn in dem Otto von 1325 finden wir 4 ähnliche Fälle und in dem von 1328 kommen 5 vor. Nur in solchen besonderen Fällen können wir mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Anzahl der Todesfälle schließen, die überhaupt in den Gefängnissen vorkamen, und können aufgrund dieser zerstreuten Angaben annehmen, dass die ungesunde Beschaffenheit der Gefängnisse ohne menschliche Dazwischenkunft ihr zerstörendes Werk unermüdlich weiter verrichtete. Nun muss ich mal kurz schauen, haben wir hier auf dieser Seite eine Tabelle, die wird dann auch im PDF-Buch wahrscheinlich da sein. Die finden wir hier auf Seite 553, ja, wie bei mir hier. Ich werde da nachher ein Foto von nehmen und werde diese Tabelle hier mit einkleben in das Video. Vielleicht nicht genau bei dieser Stelle. Ich notiere mir mal kurz eben 35 Minuten plus Intro, muss ich dazu rechnen, also ungefähr 39 Minuten Tabelle einkleben, ne? Und dann könnt ihr euch die Tabelle anschauen, die wir jetzt hier im Buch uns anschauen eben. Das ist im unteren Teil der Seite 553, da steht: Die Gefangenschaft war naturgemäß diejenige Strafe, die der Inquisitor am häufigsten auferlegte. Bernard Guidonis erwähnte in dem Verzeichnis der von ihm gefällten Urteile, welches seine Wirksamkeit von 1308 bis 1322 umfasst, 636 Verurteilungen, die man folgendermaßen einteilen kann. Und jetzt schauen wir uns eben die Tabelle an. Also, dem weltlichen Arme überliefert und verbrannt, also Auto da Fé, wurden hier 40 Personen. Gebeine ausgegraben und verbrannt 67, eingekerkert 300, Ausgrabung der Gebeine solche, die eingekerkert worden wären, zwar von 21, die zum Kreuztragen verurteilt wurden 138, zu Pilgerpfaden verurteilt 16,
Entschuldigung, aber heute machen die Menschen freiwillig Pilgerpfaden. Damals wurden sie dazu verurteilt. Muss man sich mal überlegen, dass die Leute von heute das vielleicht mal wissen sollten, dass das eigentlich eine Strafe ist. Ausgrabung der Gebeine solcher, die eingekerkert worden wären, für ins Heilige Land verbannt. Einer, flüchtig 36, Verurteilung des Talmud, ein Fall und Zerstörung von Häusern, 16 Fälle in total, rund 636. Diese Tabelle, wie hier auch im Video gezeigt, kann vermutlich als ein ziemlich zutreffender Maßstab für die Häufigkeit der verschiedenen gebräuchlichen Strafen betrachtet werden. Hier geht es aber nur um die Zeit von 1308 bis 1322. In dem Verzeichnis von Bernard Guidonis, von hier dieser Inquisition. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Da sind noch viele andere dabei. Und da sprechen wir noch. Also, hier sind es ein paar hundert Fälle in der Zeit von Guidonis. Aber schauen wir uns andere Regionen an, wenn da überhaupt Buch drüber geführt wurde. Und deswegen wäre es interessant, mal die vatikanischen Archive sich anzuschauen in der Hinsicht. Da werden wir Tausende und aber Tausende Fälle treffen. Und das ist dann ohne die, ich nenne es mal, Dunkelziffer. Noch eine Eigentümlichkeit der Inquisitionsurteile ist hier zu erwähnen. Sie endeten nämlich immer mit dem Vorbehalte des Rechtes, nach Ermessen die Strafe abzuändern, zu mildern, zu steigern oder zu erneuern. Schon im Jahre 1244 wies das Konzil von Narbonne die Inquisitoren an, dieses Recht sich stets vorzubehalten, und es wurde mit der Zeit eine unabänderliche Gewohnheit. Selbst ohne dass er es ausdrücklich aussprach, übertrug 1245 Antichrist Innozenz IV. Den Inquisitoren das Recht, in Übereinstimmung mit dem Bischofe und nach dem Rate desselben die auferlegte Strafe umzuändern, also zu mildern, zu steigern oder zu erneuern. Tatsächlich wirkte auch der Bischof gewöhnlich bei der Urteilsveränderung mit. Doch belehrt uns Sankini, dass seine Zustimmung nicht wesentlich sei, außer wenn es sich um einen Kleriker handele. Das Recht freilich, vollständigen Strafnachlass zu gewähren, stand nicht dem Inquisitor, sondern nur dem Antichristen zu. Denn die Sünde der Ketzerei war so unaustilgbar, dass keine Macht außer der der Stellvertreter Gottes sie vollständig beseitigen konnte. Von dem Recht der Urteile zu mildern wurde häufig Gebrauch gemacht. War es doch für die Büßer ein Ansporn, durch ihr Verhalten den Beweis für die Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung zu liefern. Ne? Heute nennt man sowas dann frühzeitig Freikommen auf Bewährung. Ne? Und deswegen wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Ne? So nennt man das heute. Hat aber hier auch eben seinen geschichtlichen Vorläufer. Nee, war es doch für die Büßer ein Ansporn, durch ihr Verhalten den Beweis für die Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung zu liefern. Außerdem aber diente es gelegentlich auch als Mittel, um überfüllte Gefängnisse zu entlasten. Deswegen kennt man ja auch manchmal diese Massenbegnadigungen selbst heute noch. Ne? So begegnen wir in dem Urteilsverzeichnis des Bernard Guidonis 119 Fällen von vorzeitiger Entlassung aus dem Gefängnis mit der Verpflichtung, Kreuz zu tragen. Von diesen 119 Personen wurden später 51 auch noch von den Kreuzen befreit. Des Weiteren werden 87 Fälle mitgeteilt, wo die zum Kreuztragen Verurteilten die Erlaubnis erhalten, die Kreuze abzulegen. Diese Milde war aber nicht nur eine Eigentümlichkeit der Inquisition von Toulouse. Im Jahre 1328 wurden durch ein einziges Urteil 23 Personen aus den Gefängnissen von Carcassonne entlassen und ihre Strafe in Kreuztragen, Pilgerfahrten und andere kirchlichen Leistungen umgeändert. Von dem Maße der in solchen Fällen vorliegenden Gnade können wir uns eine Vorstellung machen durch ein im Jahre 1329 zu Carcassonne erlassenes Umänderungsurteil. Doch durch dieses wurden 10 Büßer, darunter die Baronin von Montreal, in Freiheit gesetzt.
Dafür mussten sie aber lebenslänglich gelbe Kreuze tragen, 21 Pilgerfahrten ausführen, die sich auf so weit voneinander entfernte Heiligtümer wie Rom, Compostela, Canterbury und Köln erstreckten. Und wir wissen ja, dass nur 10% der Leute, die damals auf Pilgerfahrten gingen, tatsächlich wieder zurückgekommen sind aus vorherigen Lesungen. Bitteschön. Und dann noch, der Autor kann hier gerne darüber sprechen, über die Milde oder die Begnadigungen, die ausgestoßen werden. Wir dürfen niemals vergessen, wie grausam die Inquisition im Allgemeinen war. Und dass es hier nur darum ging, um Leute zu verurteilen und zu bestrafen, die Glaubensfreiheit ausgeübt haben, die dem Wort Gottes mehr geglaubt haben als dem Wort des Menschen. Das darf man nie vergessen. Also wenn ihr jetzt auch mal irgendwo ein bisschen milde erscheint, lasst euch da nicht von täuschen. Einige Härtefälle haben wir schon bereits besprochen und ich glaube, wenn man sich solche Bücher durchliest wie das Acts and Monuments, also Akten und Monumente, kurz Fox's Book of Martyrs, also das Buch der Märtyrer von John Fox aus dem 16. Jahrhundert, dann könnt ihr euch eine Vorstellung davon machen, wie grausam mit den Menschen umgegangen wurden. Also dass wir hier 10 Büßer hier begnadigt wurden, ja, Umänderungsurteil, ne, von 1329, das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Möchte ich nur mal eben bitteschön zu bedenken geben. Ja? Also, dafür mussten diese Begnadigten jetzt aber lebenslänglich gelbe Kreuze tragen, also sind öffentlich der Schande ausgestellt in dem Dorf oder der Gemeinde, wo sie wohnen, 21 Pilgerfahrten ausführen, die sich auf so weit voneinander entfernte Heiligtümer wie Rom, Compostela in Spanien, Canterbury in England und Köln erstreckten. Ferner mussten sie ihr ganzes Leben lang an jedem Sonn- und Festtage in der Messe sich dem amtierenden Priester mit Ruten vorstellen, um vor der ganzen Gemeinde ihre Strafe zu empfangen. Endlich, also schlussendlich, mussten sie an allen Prozessionen teilnehmen und an der letzten Station gleichfalls sich abstrafen lassen. Ob ein derartiges Dasein noch als eine Wohltat betrachtet werden kann, dürfte zweifelhaft sein, fügt der Autor hinzu, und dem stimme ich zu. Da möchte man ja fast schon lieber im Gefängnis verbleiben, das ist ja gnädiger, als diese Tortur außerhalb des Gefängnisses zu untergehen. Wie in den ursprünglichen strengen Urteilen, so wurde auch in den Milderungsurteilen das Recht der Änderung und Wiederauferlegung der ursprünglichen Strafe mit oder ohne Veranlassung ausdrücklich vorbehalten. Also vollkommener Willkür ausgesetzt. Auf wen die Inquisition einmal ihre Hände gelegt hatte, den ließ sie auch nicht wieder los. Und die höchste Gnade, die sie bewilligte, bestand lediglich in einem Urlaubsscheine. Ebenso wenig wurde auch jemals ein freisprechendes Urteil verkündet. Nochmal, ebenso wenig wurde auch niemals, um es in Neudeutsch deutlich zu machen, ein Freispruch verkündet. Das steht hier in altdeutschem Verständnis. Na? Ebenso wenig wurde auch jemals ein freisprechendes Urteil verkündet, also niemals wurde ein Freispruch ausgesprochen. So wiesen das Konzil von Béziers im Jahre 1246 und Antichrist Innozenz IV. 1247 die Inquisitoren an, den Gefangenen bei seiner Freilassung darauf aufmerksam zu machen, dass der leiseste Verdachtsgrund seine Bestrafung ohne Erbarmen zur Folge haben würde, sowie dass er jederzeit wieder eingekerkert werden könne, und zwar ohne die Förmlichkeit eines neuen Prozesses oder Urteils, wenn das Interesse des Glaubens dies erfordere. Also, man wird nur auf sogenannte Bewährung rausgelassen und steht unter ständiger Beobachtung, damals wie heute. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Diese Bedingungen, sagt der Autor, blöde Schnur hier, von dem Headset, diese Bedingungen wurden auch in die Formularien aufgenommen und in den praktischen Handbüchern eingeschärft.
Dem Büßer musste eben klar und deutlich zum Bewusstsein gebracht werden, dass die Freiheit, die er genieße, von dem freien Ermessen seines Richters abhange und dass ihn dieser jederzeit wieder einkerkern oder in Fesseln legen lassen könne. Darum musste sich auch der Büßer in seinem Abschwörungseide mit seiner Person und seinem ganzen Vermögen verpflichten, sofort zu erscheinen, sobald und so oft er dazu aufgefordert werde. Zwar gibt Bernard Guidonis in seinem Formularium auch den Entwurf einer Begnadigung, in welcher dem Freigesprochenen nicht nur Leben und Eigentum rückhaltlos geschenkt, sondern auch jede Rechtsbeeinträchtigung seiner Erben aufgehoben wird. Aber er fügt ausdrücklich die Erklärung bei, dass diese Formel nie oder doch nur höchst selten angewandt werden dürfe. Wenn es sich um eine wichtige Angelegenheit handelte, zum Beispiel um die Gefangennehmung eines hervorragenden Ketzerlehrers, so durften die Inquisitoren ihre Amtsgewalt noch weiter ausdehnen und seinen Anhängern, um sie zum Verrate zu veranlassen, Versprechungen machen. Mit Befriedigung können wir feststellen, dass solche Versprechungen fast immer mit Verachtung zurückgewiesen wurden. Wenn besondere Bußen auferlegt worden waren, so konnte der Inquisitor, falls er es für angezeigt hielt, nach Vollziehung derselben den Büßer für einen Mann von gutem Charakter erklären. Aber eine solche Erklärung änderte nichts an dem im ursprünglichen Urteile gemachten Vorbehalte, denn die Milde der Inquisition kannte keine Begnadigung, sondern nur einen Aufschub. Zitat: Dum bene se gesserit. Ende Zitat. Und der einmal von ihr Verurteilte musste jeden Augenblick darauf gefasst sein, wieder vorgeladen zu werden, um die Erneuerung des alten Urteils oder gar ein noch härteres zu vernehmen. War er einmal ein Delinquent, so war sein Schicksal für immer in die Hände seines schweigsamen und geheimnisvollen Richters gelegt, der ihn nicht zu hören brauchte und ohne Begründung vernichten konnte. So wandelte der Begnadigte ununterbrochen am Rande des Verderbens, beständig von einem Verhängnis bedroht, dessen Eintritt er weder wissen noch abwenden konnte. Er stand für immer unter Aufsicht der allgemeinen Polizei, der Inquisition, des Pfarrpriesters, der Mönche, des Klerus, ja, der ganzen Bevölkerung, denen allen es strenge eingeschärft war, von jeder Nachlässigkeit in der Buße oder von jedem verdächtigen Verhalten des Büßers unverzüglich Anzeige zu machen, eine Anzeige, die ihn sofort der furchtbaren Strafe des Rückfälligen preisgab. Für einen persönlichen oder geheimen Feind war natürlich nichts leichter, als einen solchen Unglücklichen zu vernichten, zumal da der Denunziant wusste, dass sein Name nie genannt werden würde. Gewiss, man muss die Opfer der Scheiterhaufens, gewiss, man muss die Opfer der Scheiterhaufens und der Gefängnisse mitleiden. Aber ihr Schicksal war in Wirklichkeit kaum härter als das jener zahllosen Männer und Frauen, welche die Inquisition angeblich begnadigt hatte, deren Dasein aber von jener Stunde an kein anderes war als das einer endlosen und hoffnungslosen Angst. Dieselbe Unversöhnlichkeit wie gegen die Lebenden zeigte die Inquisition auch gegen die Toten. Wir haben schon oft von der Ausgrabung der Gebeine derjenigen berichtet, die durch einen rechtzeitigen Tod die Rache Gottes der Menschen vorgezogen zu haben schienen. Und wir brauchen hier nur noch zu erwähnen, dass das Urteil über die Toten noch härter war als das über die Lebenden. War nämlich der Angeklagte gestorben, nachdem er eingestanden und bereut hatte, so war seine Bestrafung dieselbe, die er auch zu Lebzeiten empfangen haben würde. Nur, dass an die Stelle der Einkerkerung die Ausgrabung trat. Seine Erben mussten alsdann eine leichtere Strafe entweder selbst abbüßen oder durch Zahlung einer bestimmten Summe ersetzen. Geld regelt ja, wie bekanntlicherweise alles ist. Hatte aber der Angeklagte nicht gestanden und war seine Ketzerei nach seinem Tode erst offenkundig geworden,
So wurde er den unbußfertigen Ketzern gleichgestellt, seine Überreste wurden dem weltlichen Arme ausgeliefert und sein Eigentum ausnahmslos eingezogen, also konfisziert. Diese letztere Maßregel macht die große Anzahl derartiger Fälle in dem oben angeführten Verzeichnisse erklärlich. Wenn übrigens die weltlichen Behörden mit der Exhumierung zögerten, so wurden sie durch Androhung der Exkommunikation dazu gezwungen. Ich möchte noch mal kurz eingehen auf die Exkommunikation. Ich möchte, dass meine Zuschauer das wirklich ganz deutlich verstehen, was Exkommunikation eigentlich heißt. Wir lesen hier in diesem Buch von einer Zeit, in der die Bibel, das Wort Gottes, den Menschen nicht zugänglich war. Wir lesen hier in einer Zeit, in der die Bibel auch in den Kanzeln der Kirchen nicht gelehrt wurde. Das wird sie heute auch nicht in römisch-katholischen Kirchen, aber damals eben auch nicht. Das heißt, die Menschen kannten Gott eigentlich nur von dem, was die Priester ihnen erzählten. Und die Priester haben ihnen gesagt, dass zur Erlösung es notwendig ist, Sakramente in der Kirche zu durchlaufen. Und ich zähle die Sakramente jetzt hier nicht auf, angefangen von der Taufe bis zur Totenölung. Kennt ihr sie ja oder könnt ihr sie selber nachschauen, da wurde auch in der Vergangenheit drüber gesprochen. Das Wichtige ist nur, diese Sakramente musste man befolgen, muss man übrigens immer noch, also da hat sich ja nichts geändert, die Kirche ist ja semper eadem im Mittelalter wie heute. Diese Sakramente musste und muss man heute noch befolgen, wenn man die Erlösung in der römischen Kirche, durch die römische Kirche erreichen will. Mit anderen Worten, es muss jedem deutlich sein, wenn ich diese Sakramente nicht praktizieren kann, dann ist für mich das Himmelstor geschlossen. Dann komme ich da nicht rein. Dann komme ich in die Hölle. Erst in das Fegefeuer, also ich rede jetzt über katholische Lehre, nicht biblische. Dann komme ich in das Fegefeuer und danach brenne ich ewig in der Hölle. Wenn ich aber exkommuniziert bin, dann habe ich keinen Zugang zu den Sakramenten. Das heißt Exkommunikation, Verfluchung, Anathema, das heißt, ich bin ausgeschlossen von der Gnade der Kirche. Man vergleiche das jetzt bitte mit der Bibel, wo wir die Gnade Gottes haben. Ja? Und wo wir keine Sakramente haben, keine Werke, die uns selig machen oder Werke, die zur Erlösung notwendig sind. Alles, was zur Erlösung notwendig ist, ist der Glaube. Ja? Und die Gnade des Herrn, die er uns gibt. Wir müssen es nur annehmen. Ein ganz großer Unterschied halt mit den Katholiken. Exkommunikation heißt Ausschluss von den Sakramenten. Die Eucharistie ist einer von, die Messe. Man darf nicht mehr zur Messe gehen. Und wenn man nicht zur Messe gehen kann, ja, dann kann man eben nicht an dieser heiligen Eucharistie teilnehmen und kann eben nicht durch die Kirche Errettung erlangen, sondern man wird verdammt, kommt ins Fegefeuer und danach in die Hölle. Das ewige Leben ist futschi, mit anderen Worten. Und das, wo das Leben hier auf dieser Erde schon so bescheiden ist und ganz sicher damals in der Zeit war und ganz sicher von Menschen, die verfolgt wurden, von der Inquisition angeklagt wurden. Könnt ihr euch das vorstellen, was für ein Druck das auf die normalen Menschen damals ausgeübt haben muss? Und dann wird man eben immer noch mit der Exkommunikation bedroht. Wenn die weltlichen Behörden mit der Exhumierung zögerten, so wurden sie durch Androhung der Exkommunikation dazu gezwungen. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo die Exkommunikation zugepasst wird. Wir haben bereits andere Beispiele besprochen, wir werden noch andere Beispiele besprechen. Das ist ein ganz, ganz schweres Mittel, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen uns ja in die Denkweise der Katholiken versetzen, was für einen bibelgläubigen Christen nicht immer leicht ist oder überhaupt schwer fällt. Und fragt alles wegzustecken, was wir im Grunde aus der Bibel wissen und sagen, oh, jetzt kommen wir in ein ganz anderes Glaubenssystem. Ja, das römisch-katholische ist ein ganz anderes als das biblische christliche Glaubenssystem. Und die Exkommunikation hat zur Folge, dass mein ewiges Leben verwirkt ist.
Wenn ich das weiß, welchen Grund habe ich denn überhaupt noch hier auf dieser Erde zu leben, kann man sich ja fragen, als Katholik. Und deswegen sind eben unter den wirklich auch oftmals strengen Katholiken eben auch oftmals Verbrechen, die man als normaler Mensch vielleicht gar nicht mehr unbedingt begehen würde oder sich ausdenken würde oder was auch immer, weil die Leute sagen von, ich bin ja sowieso in Ungnade der Kirche gefallen, da macht sie alles auch nichts mehr aus. Und damit fallen natürlich alle moralischen Grenzen. Das nicht nur bei Exkommunizierten, sondern auch bei Leuten, die sich der Exkommunikation bedroht fühlen. Ja, bedroht fühlen. So. Also dieser kleine Ausflug über die Exkommunikation war mir nochmal sehr wichtig, um eben an das Ende der Lesung heute anzuhängen. Wir werden nächstes Mal fortfahren in der 48. Lesung auf Seite 557 in dem Buch und weitergehen mit dem Thema. Aber man muss halt immer berücksichtigen, dass wir hier über eine Zeit sprechen, wo es nur eine Kirche gab, die römisch-katholische, und die war absolut allmächtig. Heute könnt ihr aus verschiedenen Kirchen wählen, aber nie vergessen, dass alle Kirchen der römisch-katholischen Kirche untertan sind. Natürlich werden sie das nie zugeben, aber ihr wisst ja oder ihr kennt ja den Ökumenismus und wisst von daher, dass das so ist. Der einzige Ausweg aus den weltlichen Kirchen ist, die Bibel zu lesen und das Wort Gottes anzunehmen, zu studieren, zu glauben, zu lesen und zu leben. Und damit Jesus Christus anzunehmen und Jesus Christus vor den Menschen zu bekennen, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Shalom. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift
wo Gott sein Testament gestiftet, in seinem Sohn, dem Reichen, den alle Welt erreichen, möge niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns darum gab er den Heiligen Geist, der dir ein Feldgen Tröster heißt. Ins Herz will er sonst schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Last vermeiden. Der Geist der